Hey Gigi. Mit dir, mein Freund. So, hi, hier ist eure Loredana. Ich wollte euch kurz mit was auf den Weg geben, bevor ihr diese Analyse guckt. Freunde, ich habe die Analyse schon fertig hier, komplett normal. Die wurde weltweit gesperrt, deswegen musste ich jetzt hier ein bisschen improvisieren. Und ihr hört nur mein Gelaber, wahrheitsgetreu, in normaler Geschwindigkeit und in voller Realität. Und das Video von Loredana und Mero musste ich ein bisschen zerstümmeln und zerhacken, damit YouTube das durchgehen lässt. Ich hoffe, euch gefällt diese Analyse trotzdem. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, die bis zum Ende reinzuziehen, weil ohne Spaß, ich kann jetzt schon mal vorweg spoilern. Das ist der krasseste Track, den ich je gehört habe. Me Friendos, ja, aufgepasst. Ich würde mir den Song sowieso geben, ne? Also kommt jetzt nicht mit wäh, 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 was ziehst du dir da rein? Ich habe mir gerade eben PA Sports reingezogen, davor OG Kimo. Und es waren zwei Songs mit Gewicht, Message, Feeling, Aussage, top. Und beide haben zusammen, glaube ich, vielleicht ein Zehntel an den Klicks, die Loredana featuring Mero heute gemacht haben nach 9 Stunden. Und einfach nur nochmal, um mich wieder zu vergewissern, wie kaputt Hip-Hop-Deutschland ist, ziehen wir uns das jetzt rein. Ich würde es mir sowieso reinziehen, ne? Und ich dachte mir einfach, ich nehme euch jetzt einfach mit und wir gucken uns das mal an. Loredana, ich habe mir noch keinen einzigen Song reingezogen von ihr, noch nicht einen. Ich weiß überhaupt nichts. Real Talk. Ich mach die Schotten dicht. Wie? Bourbon Whisky. Gibt's 100% schon die Zeile, ne? Ist Bourbon überhaupt aus Schottland? Ist ja scheißegal. Ich kenne nicht einen Song, ich habe mir nicht eine Reaction von To Bo, Flo der Flo oder sonst wem reingezogen bezüglich Loredana. Ich habe 0,0 Ahnung. Ich bin komplett lost auf null. Mero kennt man natürlich, aber Mero kann ich nicht von Zero, von Ferro, von Ferrero und von niemandem unterscheiden. Ich weiß auch gar nicht, ob er das ist, der mit Berlin Was geht ab hier die Szene gerockt hat. Wir geben uns das jetzt einfach mal und haben keine Hoffnung, dass das ein Track mit Aussage ist, sondern ich bin mir sicher, es geht um eins. Und zwar Statussymbole, Geld, wer ist der Coolste, wer hat die meiste Macht, wer sind die Schönsten, wer trägt die besten Klamotten, wer fährt die besten Autos. Und da sind wir natürlich genau richtig. Mensch, das sind genau die Werte, auf die wir achten, Freunde. Das ist das Leben, ja. Vergessen PA Sports, vergessen OG Kimo, vergessen CR7Z, vergessen Dame, vergesst alle, ja, vergesst alle. Denn das ist das Leben, Freunde. Strebt danach und versucht jeden Tag, das zu erreichen. Get rich or die trying oder erschießt euch. Weil das Leben hat nur Sinn, wenn ihr einen Benz unterm Arsch habt, Freunde. Ansonsten seid ihr lächerliche Versager ohne Zukunft. Scheiße, das gefällt mir. Alter, das wisst ihr, wie das anfängt? Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Eric Sermon Redman Beat. Prada? Aha, Prada ist wichtig, Freunde. Ne? Der Hut ist auch nur so geil, weil Prada draufsteht. Wirklich, real talk, ne? Wäre da Prada weg, dann wäre der Hut richtig scheiße, so, ne? Ich kenn dich nicht, ist mir egal! Auf einmal kennen alle meinen Namen, Iced Out durch die Einnahmen. Ich sitze in Maybach, okay, hier schon wieder die Uhr, schön Prada, jawohl, ist auf jeden Fall geil. Ich find's einfach nur geil, ne? Also ich muss wirklich sagen, für die Leute, die jetzt hier sich 46 YouTube-Accounts erstellen und mit allen dieses Video disliken, ihr habt auf jeden Fall im Sinn im Leben gefunden und ich finde es ganz toll, dass ihr das macht. Ich muss natürlich aber auch sagen, Musik ist nicht nur Message, ne? Musik ist nicht nur Message. Es gibt auch einfach, ich meine, diese ganzen Ami-Rapper und so, da geht's auch nur um Hoes, Bitches, um Uhren, Schmuck und alles mögliche, deswegen, ich will das gar nicht so in Dreck ziehen, ne, aber in Amerika, habe ich auch in anderen Videos schon gesagt, gibt's halt eben aber auch Rapper, wie riesengroße Rapper wie Eminem, die Message haben, es gibt A$AP Rocky, die Message haben, es gibt Logic, die Message haben, es gibt verdammt nochmal einen Joyner Lucas, der mehr Message hat, als das ganze deutsche Rap-Game zusammen in einer Zeile, Digga, und da ist es so ein bisschen ausgeglichener, und in Deutschland so die Trends, ist einfach immer nur die gleiche Kacke so. Und deswegen sträube ich mich dagegen. Deswegen will ich es eigentlich gar nicht mögen, weil es mir komplett auf den Sack geht so. Mir persönlich ist es peinlich. Mir wäre es peinlich, Real Talk, so einen Song laut zu hören, Alter.
Und das ist eine Casio für 30 Euro. Ja? An die kannst du den Kommentar wieder löschen, du Depp. Und das ist eine Kette, die mein Vater mir geschenkt hat zu meinem 30. Geburtstag, du Depp. Ich würde trotzdem, ich würde es einfach gern mal wirklich, bitte, wenn ihr das feiert, ja? Ihr könnt mit mir diskutieren auf einer intellektuellen Ebene. Ich meine, ihr könnt mich auch gern beleidigen. Ich beleidige auch gern. Alles cool. Aber versucht mir doch mal zu erklären, was das ist, was einem daran gefällt. So, was ist es? Ist es, ich glaube, es ist doch der Hype um die ganze Sache, so, oder? Es ist doch der Hype um die ganze Sache. Hätte dieses Video nach einer Nacht 3000 Klicks, würde es doch keiner feiern, oder? Das geht nicht. Vielleicht bin ich da wirklich, wirklich alt. Vielleicht bin ich da zu alt geworden. Ich habe jetzt die 3 vorne stehen. Vielleicht ist es so, wie als ich mit 16 Hip-Hop gehört habe. So Real Rap, Straßenrap, weiß ich nicht. Diese ganzen Army-Rapper halt von früher, ne? Und meine Eltern immer gesagt haben, ich kann nicht verstehen, wie einem sowas gefällt. Ja? Wahrscheinlich bin ich genau mittlerweile. Laufe ich immer mehr in diese Richtung. Ich hab auch keinen Plan, sie sagt ja eigentlich, ne? Ich hab das Gefühl, die verarschen einen noch immer, diese Künstler so. Sie zeigen doch einem so ungeschmückt durch die Blume, ey, ich hab selber keinen Plan, wie der Hype kam. Ja, aber. Okay, jetzt kommt Mero, da muss ich ganz kurz auf. Ich habe das Interview überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur den kleinen Ausschnitt von Afrop gesehen. Und Afrop ist ja wirklich ein Hip-Hop-Urgestein. So wirklich so übergeiler Typ, übergeiler Rapper. Auch wenn mich immer seine Reimstruktur ein bisschen genervt hat und seine Reime, war er trotzdem für mich einer, der mich durch meine Kindheit und meine Jugend begleitet hat. Durchweg sein Album Made in Germany und so. Absolut krass. Hier kommt AF. Hier kommt AF. R, O und B. Alle Leute, seid ihr mit? Ja, hier kommt Afrop mit dem brandneuen Shit. Wie dem auch sei. Hat er ja gesagt, Mero, oder ich weiß nicht, er hat es über Mero gesagt, keine Ahnung, so glaube ich, ja, dass die Reimpattern, wie er rappt und so, dass das komplett krass ist und dass er nicht verstehen kann, wie das einer haten kann, dass das absolut krass ist. Und natürlich ist es irgendwie absolut krass, aber, nee, absolut krass ist es aber nicht mal. Es ist aus dem Grund nicht absolut krass, weil es einfach überhaupt keine Aussage hat und weil es einfach nur sinnlos, teilweise grammatikalisch inkorrekte Sätze aneinander gereimt ist, gesetzt ist so. Ich meine, wenn du jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwelche Nonsenssätze einfach schnell hintereinander babbelst und schnell redest, dann ist es natürlich auch ein Flow, der sich bestimmt auf diese ganzen Beats gut anhören mag, aber es ist halt sonst nichts. Und deswegen finde ich das eben nicht so krass, weil Rap ist bei seinen Wurzeln Aussage. Und ich weiß auch nicht, warum ich halt immer dieses SSIO-Beispiel nehme. Aber SSIO hat ja keine Aussage. Aber SSIO hat einen Flow, einen Style, Reime, Digga. Der reimt überkrass und er hat einen Wortschatz, ein Vokabular an Worten, was einfach krass ist. Und das bleibt halt alles hier auf der Strecke so. Aber Hauptsache, er sagt diese Tag, da, 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 geil, gepattert, da, rhymt, da, da, da. Es hört sich gut an. Es ist wirklich so. Es hört sich gut an, aber das ist. Ich weiß nicht, wie wir das erklären können. So. Das ist für mich so, wie. Ich habe hier eine App, ne? Die heißt Wish. Auf die bin ich irgendwie aufmerksam geworden. Und ich dachte, da kannst du richtig geil, günstig ist irgendwie China-Ware oder so. Habe ich jetzt im Nachhinein erst rausgefunden, ne? Und da gibt's halt Assi-Prozente, ne? Du kriegst Nike-Schuhe für 6 Euro teilweise so, ne? Übertrieben günstig, so die krassesten Nikes, ne? Und ich dachte mir erst so, geil. Geil, guckst du mal an. Bis ich gesehen habe, das ist natürlich alles, das sind Plagiate, das sind Fakes, ne? Diese Nike-Zeichen, das sind keine richtigen Nike-Zeichen, sondern die haben ganz vorne so einen Mini-Extra-Zipfel. Das ist nicht einfach das Nike-Zeichen, sondern die haben da noch so eine Ecke drin, wo du halt siehst, das ist ein Fake, ne? Und die Schuhe sehen geil aus. Ich würde sie mir trotzdem niemals holen, Digga, weil ich das Gefühl habe, das ist Fake. Das ist nicht echt, Digga. Und genau so ist es hier auch. Es hört sich gut an. Teilweise, ne? So vom Flow, aber es ist für mich, es ist irgendwie so.
Es ist ein einzigen Film, den die fahren. Und darauf komme ich nicht klar, Digga. Und diese Werte, die da auch vermittelt werden, dass man so vorgegaukelt bekommt, so das ist das, das ist das, oder? Wir sind cool. Guck mal, das ist wirklich gut gerappt, dieser Teil, ne? Das ist wirklich gut gerappt, Alter. Neuer Ring, neue Uhr, neue Autos. Mal hättest du ihr doch den Kopf weggetreten. Bam! Schädelbasisbruch mit der Frontleiste komplett auf den Marmorboden geknallt. Komplette Kauleiste rausgekracht. Chapa de Mero hat mir die Kauleiste rausgetreten beim Videodreh. Aber egal, ich hol mir Grills, Chapa. Platz 1. Überkrass, Digga. Einfach nur überkrass, Alter. Überkrass. Einfach nur überkrass. Einfach nur überkrass. Ja? Bis zum nächsten Video, me Friendos. Ich hoffe, euch hat es genauso begeistert wie mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Was geben wir uns denn jetzt hier? Summer Jam ist noch in den Trends. Ja, das ist ja... Ah, da gibt's schon... Oh Gott. Samra Capital Bra, das ist natürlich, also Samra gebe ich mir gern. Schauen wir mal, ob wir das jetzt machen. Ja, mein Friendos, schön, dass ihr da wart. An alle Neuen, die Lust haben, nach dieser wunderbaren Analyse meinen Channel zu abonnieren, ihr könnt das gerne tun. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, ihr könnt aber auch gerne ein Dislike da lassen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, ihr könnt mir aber auch gerne nicht auf Instagram folgen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das tut. Meine Freunde, checkt auf jeden Fall mein Rap-Tutorial aus, damit ihr wisst, wie richtiger Rap funktioniert. In diesem Sinne, euer JGolo. Yes, yes, yo. Peace.